Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Freue mich, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Spuck, Gedeihkind. Das ist ein für viele geheimnisvoller, aber alter Begriff. Und deshalb lohnt es sich, ihn einmal etwas genauer erklärt zu bekommen. Unter Spuck, Gedeihkind verstehen wir Kinderärzte ein Baby, das gedeiht, also an Gewicht zunimmt, obwohl es viel spuckt. Alle Babys spucken im ersten Lebensjahr recht viel und das hat mehrere Gründe. Erstens, der wichtigste, der Mageneingangsmuskel, der den Magen zur Speiseröhre hin verschließen soll, ist bis zum ersten Geburtstag noch recht schwach, sodass er nicht immer verhindern kann, dass Mageninhalt in die falsche Richtung, also in die Speiseröhre und bis hoch zum Mund fließen kann. Und dann bekommt ein Kind zweitens, zumindest in den ersten Lebensmonaten, hauptsächlich und ausschließlich flüssige Nahrung zu trinken. Flüssige Nahrung kann leichter erbrochen werden als festere. Und drittens liegen die Kinder meistens in den ersten Monaten flach auf dem Rücken oder auf dem Bauch. Im Liegen kann der Mageninhalt einfach leichter in die Speiseröhre zurückfließen, insbesondere wenn der Mageneingangsmuskel, wie schon erwähnt, noch nicht kräftig genug ist, um dies zu verhindern. Jetzt wissen Sie also, warum ein Baby so häufig spuckt. Dabei leidet es selbst meist nicht darunter. Nur die Mama und die Waschmaschine haben sehr viel zu tun. Im Normalfall trinkt das gesunde Kind so viel, dass es sich leisten kann, zu erbrechen und dennoch zu gedeihen. Und das ist der entscheidende Punkt. Solange ein Kind gedeiht, also prima an Gewicht zunimmt, so lange ist das Spucken, auch wenn es so viel ist, ohne Krankheitswert und muss nicht behandelt werden. Freilich gibt es ein paar Tipps gegen das lästige Spucken. Das Baby etwas schräger lagern, sodass der Kopf höher liegt als der Magen. Sie finden über die Bettschrägstellung auch ein Video von mir auf diesem Kanal. Und durch diese Schräglagerung kann die flüssige Nahrung nicht mehr so leicht Richtung Mund fließen. Außerdem könnte man die Nahrung etwas dicker machen, indem man die Muttermilch abpumpt, Johannisbrotkernmehl hineinrührt, damit etwas andickt und das dann per Flasche gibt. Für Kinder, die mit Flaschenmilch ernährt werden, gibt es spezielle Anti-Reflux-Flaschenmilche. Wenn das Kind Probleme hat, die Luft über das Bäuerchen loszuwerden, können Sie das optimierte Bäuerchen anwenden. Auch dazu gibt es ein Video auf diesem Kanal. Übrigens das meist angeklickte. All diese Maßnahmen sind sinnvoll, wenn das Spucken extrem störend ist und die Waschmaschine mit dem Waschen nicht mehr nachkommt. Natürlich gibt es auch Babys, die extrem viel spucken und erbrechen. Aber das sind dann meist keine Spuckgedeihkinder, sondern das sind Spuckkinder mit einer Gedeihstörung. Und dahinter könnte zum Beispiel eine Magenausgangsmuskelproblematik stecken. Der wird nämlich dann zu dick. Die sogenannte hypertrophe Pylorusstenose. Und die kann durch einen kleinen chirurgischen Eingriff behandelt werden. Die schlimmste Spuckzeit sind in der Regel die ersten 4 Monate. Und dann beginnt die Zufütterung mit Brei, wodurch die Nahrung eben fester wird. Die meisten Kinder werden in dieser Zeit auch mobiler, können zunehmend sicherer sitzen, wodurch das Zurückfließen des Mageninhalts und damit das Spucken weniger wird. Und mit Erreichen des ersten Geburtstags werden die häufigen Spuckereien bei den meisten Kindern weitgehend verschwunden sein.